Notrufzentrale? Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden soll. Mein Vater hat seit 3 Tagen Fieber. Die fiebersenkenden Mittel bringen nicht viel und ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Bleiben Sie ruhig. Hilfe ist unterwegs. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Handeln im Notfall. Wie Sie im Notruf gerade gehört haben, sprechen wir heute über Fieber, und zwar bei erwachsenen Personen. Zu dieser Sendung habe ich niemand Geringeres bei mir im Studio als die Chefärztin von der Swiss Mountain Klinik, Frau Dr. Med. Petra Michel. Herzlich willkommen, liebe Petra. Danke, Jacqueline. Gerne würde ich gleich mal direkt ins Thema starten. Und zwar als wir als Erwachsene, wir tendieren ja sehr schnell dazu, ja, ich habe ein bisschen Kopfweh, es geht mir ein bisschen schlecht, ich hau mir schnell ein Dafalgan rein oder hier ein Ibuprofen. Was sagst du da als Ärztin dazu? Naja, das ist schon ein Thema unserer Zeit. Ne? Wir leben in einer Zeit, wo wir alles mit einem Anti begegnen. Und das hat natürlich auch die Medizin auf eine ganz andere Empore gestellt. Aber uns ist völlig davon abgegangen, dass wir vielleicht dem Körper auch in diesem Moment damit nicht gut helfen. Mhm. Wir helfen uns, ohne Frage. Die Kopfschmerzen sind schnell vorbei, aber sie kommen vielleicht wieder. Das Fieber ist schnell runter, aber es kommt wieder. Und Fieber, wie jetzt im Anruf zu dieser Sendung, was über 3 Tage geht, das hat schon Hintergründe. Und auch Fieber über 3 Tage. Das heißt, kein Symptom, finde ich, ist mit Anti zu begegnen, sondern zu verstehen. Mhm. Das ist ja immer Ausdruck, es ist ja die Sprache des Körpers. Es drückt etwas aus, dass der Körper Hilfe braucht. Mhm. Und die Hilfe kann auch wirklich manchmal auch ein Schmerzmittel sein. Das will ich gar nicht ausschließen. Ich hätte auch nicht gern über 8 Stunden Zahnschmerzen. Mhm. Aber man tut gut daran zu wissen, wer triggert diesen Schmerz oder warum braucht der Körper jetzt oder setzt er die ganze Kraft und Energie fürs Fieber ein? Das ist ja, er muss ja Energie auch weglenken von woanders. Und er ist ja mit einer Problematik belastet, sonst würde er kein Fieber starten. Mhm. Jetzt mal angenommen, ich habe, also mir geht es extrem schlecht, ich habe Fieber und ich nehme jetzt da ein paar Dafalgan. Mhm. Aber auch 1 Stunde später oder 2 geht es mir immer noch schlecht. Naja, erstmal ist es ja so, dass Dafalgan ist Paracetamol. Mhm. Und Paracetamol hat im Abbauprozess in der Leber doch ein sehr hohes toxisches Zwischenprodukt. Mhm. Das heißt, ich wäre für Kinder sehr, sehr, sehr zurückhaltend, damit zu arbeiten. Aber alle Zäpfchen sind auf Paracetamol-Basis. Mhm. Und auch bei Erwachsenen aufgrund der Lebertoxizität. Das ist Nummer 1. Fieber ist ja auch keine Krankheit, sondern nur die Reaktion des Körpers, die Immunabwehr zu starten. Mhm. Und diese Immunabwehr zu starten bedeutet, er kann erst in einem Prozess über 38,5 Grad minimalst all das jetzt bereitstellen für mich als Erkrankten, was sich adäquat aktiv mit dieser Krankheit auseinandersetzt. So. Und das können eine virale Reaktivierung sein. Das können bakterielle Prozesse sein, das kann alles sein, aber ohne oder die beste antivirale Therapie, auch die beste antibakterielle Therapie hat mein Körper selbst. Mhm. Nur wenn wir ihm die nehmen, weil wir einfach den Kopfschmerz jetzt nicht aushalten können, der aber gekoppelt ist mit dem Fieber, weil wir vielleicht zu wenig trinken, kommt der Kopfschmerz. Mhm. Oder das sind natürlich Dinge, die sehr schnell dann zur Tablette greifen lassen, aber dem Körper wesentlich einen Prozess nehmen. Mhm. Das heißt, Reckeweg hat es mal im 19. Jahrhundert die 4 oder die 6 Phasen der Entwicklung von Krankheit erklärt. Mhm. Das erste ist immer die Phase der Exkretion. Das heißt, wenn ich belastet bin, muss mein Körper durch zum Beispiel Schnupfen oder Husten oder Durchfall, er will es loswerden. Wenn du ihm nicht hilfst, wenn du ihm jetzt den Durchfall blockierst, sofort, dann geht er in die nächste Phase der Entzündung. Dann kommt die Entzündung, weil der Körper gibt erst Ruhe, wenn das Problem durch ihn reguliert ist. Ja. Und da muss man wirklich achten und aufpassen. Und dieses Fieber, was man senkt,
wird vom Körper sofort versucht, wieder hochzufahren, weil er ist ja in diesem Prozess gemaßregelt und blockiert, weil er einfach die normale Abwehr zünden will und die ganzen Leukozyten und Lymphozyten, also das ganze Abwehrsystem steht bereit. Du würdest aber eine Reißleine ziehen und die alle nicht rauslassen, wenn du das Fieber senkst. Das ist die der Stimulus. Und ich hatte jetzt erst vor ein paar Tagen einen jungen Mann in der Klinik, ich glaube, er ist 21 Jahre, kriegte von einem Tag zum anderen 39 Fieber. Aber am nächsten Tag war er super. Das heißt, wir haben diesen Prozess auch dabei belassen. Und wir haben das natürlich hinter den Kulissen angeschaut, was passiert da. Aber zu so einer wunderbaren Reaktion ist nicht mehr jeder in der Lage. Ja. Und das ist toll, weil der Körper, wenn der seine Aufgabe gemacht hat, dann klärt er und dann geht das Fieber auch automatisch wieder runter. Wenn es jetzt wie bei dem Anrufer über 3 Tage bereits ist und 3 Tage wird dem vielleicht immer wieder Antifiebermittel gegeben, weil man Sorge hat, dass es noch höher klettert, weil man Sorge hat, dass es vielleicht zu stark herzbelastend ist. Ich kenne ja diese Person jetzt nicht. Dann ist es schon wichtig, dass man auch nach 3 Tagen Fieber und einem gesundheitlichen Zustand, der sich vielleicht auch langsam rauskristallisiert, kann ja sein, ich habe Rückenschmerzen, es ist eine Nierenbeckenentzündung, es kann sein, es ist eine virale Pneumonie, die eigentlich recht stumm verfolgt, aber der Prozess ist an der Lunge. Es kann sein, es ist einfach auch nur ein grippaler Infekt. Aber da tut es einfach gut, so ein paar Laboranalytik zu machen, um dieses Fieber einzuschätzen. Was aber ganz wichtig ist, dass man nicht nur mit den fiebersenkenden Maßnahmen reguliert, weil dann dauert ja der Prozess auch länger. Ja. Ne, wenn du Fieber noch bekommst als Erwachsener, dann sind das Prozesse, die dann vielleicht dich sehr mitnehmen in der Erschöpfung, in all diesen, im Allgemeinzustand. Aber der Körper kann unglaublich in dieser Situation regulieren. Und diese Bereitschaft ist manchmal gar nicht mehr da. Weil Menschen wollen auf die Uhr, ich muss wieder los, ich muss wieder arbeiten. Und das ist gefährlich, weil immer dann blockierst du in ein Regulationssystem, was eigentlich jetzt Aufgaben für dich übernehmen möchte. Ab wann würdest du dann sagen, ja, jetzt besteht die Indikation, ich muss zu einem Arzt. Wenn nach 3 Tagen zum Beispiel sich auch rauskristallisiert, dass das Fieber einer zum Beispiel eitrigen Zystitis, Blasenentzündung oder Nierenbeckenentzündung wenn man ein Geschehen beobachtet, dass man sagt, ich kann es mir nicht erklären, was steckt dahinter, dann würde ich schon bitten, dass der Hausarzt vielleicht zu mir nach Hause kommt und mich eigentlich da untersucht, wenn es möglich ist, und mich nicht jetzt hier aufmachen, weil ich 3 Tage gelegen habe. Die Hausregel war immer früher, wer 3 Tage im Bett liegt, braucht mindestens 3 Tage der Regeneration außerhalb des Bettes. Ne? Ja. Man schickt nicht jemand, bis Sonntag liegt er fest und Montag wieder zur Arbeit oder so. Das ist ganz wichtig. Aber schön ist es, wenn ein Mensch noch mit Fieber reagiert. Also ich beglückwünsche die immer, ja, sie haben gut reden. Aber ich freue mich unglaublich darüber, wenn jemand Fieber hat und gibt natürlich dann auch Rat, wie er auf diese Prozesse eingehen kann. So. Man sagt ja, 41 Grad Fieber oder 40 Grad sogar schon bei den Erwachsenen kann sogar tödlich sein. Stimmt das wirklich? Nein, das würde ich gar nicht außer Acht ziehen. Also Eiweiß denaturiert bei einer hohen Temperatur und wir sind Eiweiß. Das heißt, wenn ich jetzt am Tage ein erhöhtes Fieber habe, so um 40, dann ist das abklärungsbedürftig. Das ist überhaupt keine Frage. Aber in diesen Prozess der Fieberregulation hineinzugehen, das kann ich auch wieder sehr schön durch Bioschüssler Mineralien machen. Und das ist nicht nur bei Kindern die Nummer 3, das Ferrum Phosphoricum. Und wenn ich das in Tropfenform nehme, dann sind das 10 Tropfen, sondern ist auch die Nummer 5,
das Kaliumphosphoricum, dann das Natriumchlorid, das so ein bisschen den ganzen Wasserhaushalt reguliert, und die 22, das Calciumcarbonicum, was so dem Körper Energie gibt. Kalium schiebt den Sauerstoff rein. Das ist eine unheimlich gute Kombination dieser vier Mittel, die ich dann 3-4 Mal am Tag einnehmen kann auf Wasser. Und damit sondiert sich das Fieber und reguliert sich. Das heißt, dort, wo die Arbeit getan werden muss, ist sie da. Aber es ist nicht mehr so ein generelles Geschehen. Und das hilft oft dem, wenn der Körper in diesem Prozess sehr unterstützt wird, diesen Prozess gut abzubauen. Denn was immer wieder Patienten hören, ja, Viren, da kann mein Doktor ja nichts machen. Ja. Oder bei Bakterien, na, er hat mir mal gleich ein Antibiotikum gegeben, aber er weiß ja nicht, warum und wieso. Ja. Und da hat die Firma Sanum zwei wunderschöne Mittel. Das eine ist das Notakel bei allen Itis-Erkrankungen, also Bronchitis, Angitis, Otitis, Ohrmittelentzündung, Bronchitis, Blasenentzündung, und das Quentakel für alle viralen Prozesse. Und wenn man sich da nicht sicher ist, wohin geht die Reise, kann man das immer im Wechsel einnehmen. Mhm. Dann würde man aber nicht gegen etwas therapieren, sondern die Entwicklung zu so einer viralen oder bakteriellen Erkrankung ist ja in diesem Körper erstmal passiert. Und dann reguliert man in den Ausgangszustand wieder zurück. Mhm. Das sind unglaublich hilfreiche Prozesse. Und dann natürlich auch wirklich strenge Bettruhe. Und wenn man unsicher ist und nach 3 Tagen immer noch nicht weiß und nicht besser, dann muss man einfach den Morgenurin mal nehmen und dem Doktor bringen, beziehungsweise labortechnisch, und sich untersuchen lassen. Mhm. Das ist doch ganz klar. Ne? Also der Griff zur Schmerztablette beziehungsweise fiebersenkenden Mittel ist zwar vielleicht angenehm im ersten Moment, aber das Fieber zu regulieren, Schüsslersalze 3, 5 und 10, ja, hast du, glaube ich, gesagt. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass man vielleicht, wenn man schon zum Abend wieder hochgeht und es ist schon über 39 und man kann es ja dann auch nicht kontrollieren, ja. Da will ich überhaupt nicht mir anmaßen zu sagen, ich schlafe ruhiger, wenn ich weiß, das Fieber ist erstmal runter. Mhm. Aber wenn ich allein durch diese Kombination der Schüsslermineralien, wenn ich auch mal ein Wannenbad nehme, wo die Temperatur runterreguliert werden kann, so ganz leicht mit der Temperatur runtergehen, kalt nachfülle, so ein kleines Abkühlungsbad, sanft. Mhm. Wenn ich Wadenwickel mache, auch bei Erwachsenen. Und wenn ich genug trinke und Sauerkrautsaft und Sauerkirschsaft und so die Hausmittel, dann ist das etwas, was sich langsam auf ein gewisses Arbeitspensum auch einstellt. Mhm. Aber jeder Körper, der zu einer erhöhten Temperatur fähig ist, also über 38 Grad 5, das sollte ich in der beginnenden Phase nicht sofort auslöschen, weil er neigt dazu. Er ist ja mit seiner Arbeit noch nicht fertig, in diesem Verständnis ihn zu unterstützen. Mhm. Ich habe auch schon öfters gehört, dass es wichtig ist, gerade wenn man Fieber hat und auch aus hygienischer Sicht, weil man ja viel schwitzt, dass man doch gucken sollte, dass man dann auch täglich die Bettwäsche wechselt, die Kleidung wechselt. Genau. Das findest du auch sehr wichtig, ja, oder? Das ist ganz gut, weil nichts ist so schön wie wirklich ausschwitzen. Mhm. Ne? Und wenn ich wirklich ausschwitze, dann ist natürlich das ganze Bettzeug auch durchschwitzt. Und dann ist es auch gut, mal so eine leichte Dusche zu machen. Und jemand hat inzwischen mir alles schön neu wieder hergerichtet. Und ganz viel Frischkost jetzt und ganz viel Zitrone und hochwertiges Obst und ich muss nicht sagen Bio, oder? Mhm. Und wirklich Frischkost, Gemüse und jetzt nicht meinen Körper belasten mit Schweinebraten und Kartoffelpüree, eine Kraftbrühe machen, eine schöne Hühnersuppe kochen oder eine Rindsbrühe. All das, was so von unten her Energie gibt, aber auch schon allein durch diese Bio-Schüssler-Mineralien. Man muss gucken, manchmal entwickelt sich erst Krankheit oder manifestiert sich noch mehr, weil der Körper in diesen ersten Tagen gar nicht hat das tun dürfen, was er hätte tun wollen. Mhm. Und Krankheit ist kein Zustand, sondern es ist ein Prozess, den der Körper eigentlich finden will, um wieder gesund zu werden. Mhm. Das darf man bitte wirklich niemals vergessen. Und das steht ihm auch zu,
dass er in einer Auseinandersetzung spürt, wer ist da jetzt im Moment nicht der Richtige und die Attacke hochfährt. Achtung, macht euch alle bereit. Hier ist jemand, der da nicht hingehört. Mhm. Und das kann er nur, und wenn er darf, über Fieber so hoch stimulieren. Du hast gerade auch noch das Ausschwitzen erwähnt. Mhm. Du hast auch gesagt, eben ein kleines, kühleres Bad. Mhm. Was hältst du dann davon, auch wirklich in eine heißere Badewanne zu steigen, um quasi wirklich dem Körper die Chance zu geben, alles auszuschwitzen? Ja, ja, also sowohl als auch. Das ist ja immer die Frage, ein Mensch in einem Fieberprozess ist unglaublich schlapp. Mhm. Und wenn er unglaublich müde ist, dann hat er die Tendenz zu ruhen und zu schlafen. Das heißt, in diesen ersten Tagen ist es manchmal allein von der Logistik her, von der Kraft, von der Erschöpfung viel zu groß. Aber letztendlich kann mal so ein ansteigendes Bad auch einen Fieberprozess mit stimulieren. Mhm. Wenn man das Gefühl hat, ich müsste fiebern dürfen, so, dann ist das eine wunderbare, gute Idee. Oder auch überhaupt in der Zukunft, wenn man gesund ist, diese ansteigenden Bäder, dass der Körper mal richtig schwitzt. Mhm. Oder auch Sauna. Ja. Ne? Aber auch auf der anderen Seite in der Prophylaxe auch mal Kälte. Mhm. Ne, also Kältekammer oder dieses auch ins Wasser gehen, und die Temperatur geht immer mehr runter. Das ist dann wirklich nur ein kurzzeitiger Prozess. Aber das macht eine unglaubliche Stimulation für die Aktivität meiner Immunabwehr. Mhm. Der Körper will immer Reizzustände erfahren und wird immer adäquat darauf antworten. Und das macht ihn stark, als wenn er immer nur so vor sich hin blabbert. Mhm. Und nie auch so wieder diese Mechanismen abrufen kann, die er auch trainieren muss. Mhm. Und da ist sowohl dann die Abkühlung, aber auch die Erwärmung toll. Mal angenommen, jetzt mein Lebenspartner hätte extremes Fieber oder ihm geht es einfach nicht gut. Ja. Was kann ich denn eigentlich als außenstehende Person denn noch so Gutes für ihn tun? Sei das psychische Unterstützung oder auch generell physisch? Naja, ich glaube, jeder, der im Bett liegt und krank ist, der sehnt sich nach Fürsorge. Mhm. Ne? Und alles das, was man tun kann, dieses Zimmer auch immer wieder frisch zu machen, zu belüften, richtig mal stoßlüften, ihn oben richtig einhüllen und frische Luft. Die Luftfeuchtigkeit ist ein ganz großes Thema auch. Die Luft darf nicht zu trocken sein. Man sagt so 40-60% Luftfeuchtigkeit. Sehr, sehr viele Menschen haben ganz viel trockene Luft. Mhm. Das heißt, hier muss man auch gucken, dass das gut angefeuchtet ist. Er muss trinken ohne Ende. Er muss also jetzt nicht laufen, sich das alles holen. Er muss etwas, das Auge ist ja das, was, wenn du jetzt gar keinen Appetit hast, aber wenn du so einen kleinen, netten, ach, so einen schönen Obstteller vorbereitet kriegst und brauchst bloß mit der Gabel reingreifen, dann ist das auch heilsame Nahrung. Mhm. Kochst ihm eine schöne Kraftbrühe und das sättigt ihn, aber das gibt ihm auch Energie. Mhm. Und diese Dinge sind eigentlich beim Fieber oder bei der ersten Reaktion auf Fieber ganz, ganz doll wichtig. Mhm. Und alles andere wird ja dann zeigen, früher oder später. Beim viralen insgesamten Infekt hat man das nicht, aber kristallisiert sich heraus, wird der Husten jetzt schlimmer, tun die Ohren weh, hat er links eine Nierenbeckenentzündung, dann ist das ein Prozess, der wieder anders und intensiver begleitet werden muss. Mhm. Meine Schwester in der Regie hat mir vor der Sendung auch noch eine ganz wichtige Frage mitgegeben. Und zwar kennen wir doch alle die berüchtigte Männergrippe. Mhm. Und sie wollte jetzt mal wissen, fiebern, beziehungsweise geht es denen wirklich so viel schlechter den Männern als den Frauen? Oder? Ich weiß es nicht. Also jetzt aus meinem Mund muss ich aber mal vorsichtig sein. Ich weiß es gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Was heißt Männergrippe? Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass der Leidensdruck ein anderer ist. Mhm. So. Aber deshalb wollen wir Ihnen mal nicht so die Fürsorge absprechen. Und auch wir können mal krank werden. Und es ist schön, dass wir Ihnen vielleicht auch vorleben, was der Partner dann von dem anderen vielleicht auch erwarten darf. Mhm. Und ja. Männergrippe als den Ausdruck, der ist mir noch gar nicht so bewusst und bekannt.
Aber es können natürlich auch Männer krank werden. Mhm. So. Aber jeder kennt doch seinen eigenen am besten. Ja, oder? Gibt es sonst noch etwas Wichtiges, das du gerne allen Zuschauern mitgeben würdest? Vielleicht auch für das nächste Mal, wenn sie mal Ja, ich würde einfach mitgeben wollen auf dem Weg, dadurch, dass ich so viele Menschen auch tagtäglich sehe, die mir sagen, ich habe schon über 10, 15 Jahre kein Fieber mehr. Arbeiten Sie bitte an diesem Prozess. Denn es kann regulativ eine Belastung sein, die hochtoxisch ist, weil auch das Blut ist mit diesen Toxinen dann belastet. Die Regulationsfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Damit meine ich wirklich Schwermetalle, Aluminium, Cadmium, Quecksilber und so weiter. Das sehen wir ganz deutlich. Und wie gesagt, immer wieder dann auch mal vielleicht sich zweimal im Jahr so eine Ganzkörperhypothermie leisten. Dann steigt man in ein Fieberbett. Der Kopf ist draußen und der Körper wird über Infrarotstrahler so langsam aufgeheizt und es entsteht eine physiologische Fieberreaktion. Und das ist es, was mich unglaublich freut, wenn Menschen dann im Nachhinein sagen, stellen Sie mal vor, jetzt hatte ich einen Infekt und habe wieder gefiebert wie als Kind. Mhm. Und dann natürlich auch, worüber wir sprachen, den Körper auch mitnehmen und einem gewissen Reiz aussetzen. Sowohl der Wärme und dann wieder in die Kälte, mhm. Sauna und Kneippbad. Oder auch umgekehrt immer wieder auch kurzzeitig dieses wirkliche kalte Temperatur der Kältekammern beziehungsweise auch des Eisbadens. Aber man kann ja auch langsam ein-, zweimal pro Woche in den Fluss steigen oder ins Meer steigen, je nachdem, wo man wohnt. Das schafft schon eine unglaubliche große Anpassung des Körpers an bakterielle, virale Geschehen, die er ziemlich schnell dann für sich wieder reguliert. Und wir sind niemals Opfer unseres Lebens, wir sind auch niemals Opfer unserer Krankheit, sondern wir sind eigentlich in jedem Moment Herr unserer Bedingungen. Wir müssen nur im Mehr Einvernehmen unseren Körper verstehen. Mhm. Und wir haben uns so im Rahmen der Betrachtung von Krankheit völlig gelöst. Wir sehen das Symptom als begeben und meinen, dieses Symptom müssen wir jetzt wirklich ganz schnell klären und sind dadurch ziemlich für mich in eine nicht gute Situation gelangt. Mhm. Und die gilt es, glaube ich, mit Bewusstsein wieder wahrzunehmen und mit jedem kleinen Prozess vielleicht morgen anders zu begegnen und dann haben wir eine sehr stabile und gute gesundheitliche Situation, wir Menschen. So, nun, die Sendezeit ist zwar schon fast vorbei, aber eine wichtige Frage hätte ich dann doch noch. Und zwar, was ist denn der Grund dafür, dass Menschen mit Belastungen nicht mehr fiebern können? Wo ist da... Naja, das meine ich ja. Das meine ich ja, als ich sagte, es können toxische Dinge sein. Ja, dass er gar nicht in diesem Prozess so aktiv über Jahre mitgenommen wurde. Mhm. Also ich erinnere mich an eine Patientin, die sagte, ich kann das auch nicht mehr, aber ich habe so oft Fieber bekommen, aber ich musste arbeiten. Mhm. Also habe ich immer wieder mit Antipyretika, ob es nun Dafalgan war oder was anderes, immer wieder schnell das Fieber weg und weiter. Das heißt, Menschen sind da auch manchmal sehr rücksichtslos sich selbst gegenüber. Wenn sie Fieber haben, dass sie es schnell reduzieren und damit natürlich auch kein Fieber später mehr bekommen. Und das andere ist, dass heute durch unsere, sag ich mal, auch umwelttoxisches Leben die Regulationsfähigkeit zu so einer schnellen Fieberanstieg nicht mehr gegeben ist. Und das sind Prozesse, die man trainieren sollte, finde ich. Und dann ist es gut. Und wir haben jetzt das in die Sendung genommen, Notfall. Aber weil einfach Fieber für viele Menschen eine notfallähnliche Situation sein kann. Aber ich glaube, da darf nur irgendwie eine gewisse Freude auch aufkommen, wenn man weiß, der Körper ist dazu noch in der Lage als Erwachsener. Vielen Dank, liebe Petra. Gerne, sehr gerne, Jacqueline. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es gehört, Fieber muss nicht unbedingt immer ein Notfall sein. Der Griff zur Schmerztablette oder zu fiebersenkenden Mitteln ist zwar immer bequem und leicht, jedoch auch nicht unbedingt immer der Beste. Sie können gerne auch einmal Ihren Körper ein bisschen fiebern lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiederhören miteinander.